Und weiter geht's mit The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Part haben wir den Schattentempel beendet und sind schon weitergegangen in die Wüste und haben schon mal die ersten zwei Zimmerleute befreit. Es fehlen nur noch zwei. Das schreit geradezu nach... Nee, hier waren wir schon. Das führt zu nichts. Die habe ich nicht gesehen. Das sieht mir aber aus wie eine Zelle. Nee, hier waren wir schon, oder? Dann doch an der Tuse da vorbei. Nicht unbedingt. Vielleicht da unten. Hier haben wir auch. Wo komme ich denn da lang? Da vielleicht mal rein. Viele Möglichkeiten gibt's ja nicht mehr. Da ist noch einer. Also viel Schaden zufügen tun die aber nicht. Danke, Junge, du bist super. Ich bin Bosco, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. Ich glaube nicht, dass euer Chef Angst um euch hat. Ich glaube, ihr kriegt eine Tracht Prügel, wenn ihr zurückkommt. Mal gucken, wo der letzte ist. Ich glaube, hier waren wir aber schon. Von da sind wir aber gekommen. Jetzt müssen wir den auch noch suchen hier. Hier waren wir schon. Aber vielleicht muss ich mich ja erwischen lassen. Probieren geht über Studieren. Komm, nimm mich fest. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe.
Vergiss es, Mann. Ein bisschen weiter. Aber auch nicht zu weit. So. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oder auch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Das ist auch nicht wirklich, was ich mir erhofft habe. Ja, und Geld brauche ich schon mal gar nicht. Und doch nochmal alles ausprobieren an Eingängen. Irgendwas ist hier. Das mache ich lieber später. Das ist mir doch noch zu riskant. Auch schon. Okay, ja, wo ist der letzte? Da würde ich nicht unbedingt lang gehen. Da oben steht jemand. Sieht mir schon mal besser aus.
Ja, hier ist die letzte Zelle. Hier habe ich meine Rekordzeit besiegt. Dafür habe ich jetzt keine Pfeile mehr. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Baldo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, verrate ich dir, was sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Ich bin beeindruckt. Um an unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Gennendorf wären ziemliche Waschlappen. Aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naboru hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naboru ist die Stellvertreterin des mächtigen Gennendorf, des Herrn der Gerudo-Kriegerin. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden, was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen, du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Der Gerudo-Pass. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Ab jetzt kannst du das Tor zur Wüste durchschreiten, wann immer du willst. Dort findest du den Geistertempel, in dem sich die herrliche Naboru zurzeit aufhält. Alles klar. Das heißt, ich kann mich jetzt in der Festung bewegen, ohne dass ich irgendwie festgenommen werde und in irgendwelche Gefängnisse gesteckt werde. Was ist denn hier? Dann weiß ich nicht, was hier ist. Mal gucken, was hier oben ist. Hey Grünschnabel, willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung, folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf, mach's gut. Dann auf geht's.
So, erstmal den Flaggen folgen. Den fliegenden Händler kann ich mir schenken. Der bietet eh nur Kacke an. Für Wucher. Und das, was der hat, das haben wir schon im Inventar. Was kriegen wir denn dafür? Ah, ein bisschen magische Energie kann nicht schaden. Das werden wir brauchen. Oh, brauch kein Geld. Gib mir lieber magische Energie. Das werden wir brauchen, wenn wir jetzt den Geist folgen. Der ist nämlich nur mit dem Auge der Wahrheit sichtbar. Da hört man ihn schon. Jenen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht. Ich glaube, der versucht einen teilweise auch zu verarschen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also passt ja auf, wo ihr hintretet. Ja, der ändert immer mal gerne die Richtung. Na toll, jetzt sehe ich nichts mehr. Deswegen habe ich ja gesagt, ich brauche magische Energie. Ich habe es trotzdem geschafft, auch ohne den Geist. Ha, geil! Wüstenkoloss. Innerhalb des Wüstenkolossus finden wir den Geistertempel. Ich glaube, hier finden wir auch noch eine Quelle. Jawohl. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Irgendwie seid ihr alles Feen der Magie. Gibt es auch einen anderen Titel? Nairus Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura mit bla bla und bla bla und bla bla ein. Nairus Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht an. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder.
Ein bisschen mehr magische Energie wäre nicht schlecht. Wie wär's denn mal damit zur Abwechslung? Was ist denn das da oben? Ah, die krieg ich logischerweise nicht. Lass mich doch mal in Ruhe! Mann! So, im nächsten Part geht es dann weiter mit dem Geistertempel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.